So, jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute, erstmal für die, die jetzt auf das Video geklickt haben, weil sie von DSDS das Ganze sehen wollen, das blende ich jetzt kurz ein und dann rede ich dazu mal kurz oder sag dazu mal kurz was. Und ja, das ganze Video soll halt eigentlich so über das Thema gehen. Und ja, dann schaut ihr euch das erstmal an und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, genau, also das heutige Thema soll nämlich darüber gehen, über klickgeile YouTuber oder klickgeile Titel, wie man es halt nennen mag. Ja, genau Leute, und wie ihr schon gesehen habt, jetzt ihr alle, wo nur wir das Video angeklickt haben, weil sie das von DSDS sehen wollten. Genau, ihr habt jetzt das bekommen auf jeden Fall. Man kann das Ganze nicht länger einblenden lassen, oder ja, kann man schon. Aber dann wird das Video gesperrt von RTL persönlich und ja, man kann es nur so 10 Sekunden oder so drin haben. Und ja, genau, weil sonst ja, schauen alle, wo das sehen wollen, bei mir auf dem Kanal vorbei und nicht auf dem Kanal von Deutschland sucht den Superstar, weil die haben ja einen eigenen Kanal. Genau, Leute. Und ja, den Titel, oder das habe ich eigentlich wieder gemacht, weil ja, weil dann einfach viele auf das Video jetzt klicken hier. Und ja, Leute, jetzt mal will ich mal ein bisschen dazu gehen oder darüber gehen, über klickgeile Titel halt, klickgeile YouTuber und warum die Zuschauer immer ja, die YouTuber als klickgeil halt, als klickgeil beschreiben, Leute. Genau, und ja, dann würde ich sagen, hauen wir direkt rein. Also Leute, ja, also ein YouTuber, der hat jetzt verschiedene Möglichkeiten natürlich, dass ihr das Video anklickt. Natürlich will jemand, der YouTube-Videos macht, der will erreichen, dass so viele wie möglich halt das Video anschauen, auf seinem Kanal vorbeischauen, bla bla bla. Genau Leute, aber ein YouTuber hat da halt nicht so viele Möglichkeiten, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt da eine Möglichkeit, ist natürlich der Titel, die zweite Möglichkeit ist das Thumbnail und genau, die dritte Möglichkeit wäre, wenn man sich über Instagram oder so vielleicht was aufgebaut hat, über die anderen sozialen Netzwerke, dann kann man natürlich da auch irgendwie Werbung für seinen Kanal machen. Und dann gibt es noch die Asi-Methode, man kommentiert einfach bei größeren YouTubern in die Kommentare, hallo! Schaut mal auf meinem Kanal vorbei, ich mache auch YouTube-Videos. Und ja Leute, die paar Möglichkeiten gibt es eigentlich. Mehr gibt es nicht von den YouTuber. Und ja, warum werden dann wir YouTuber als Klicker bezeichnet? Natürlich will man, dass die Leute da draufklicken. Aber eigentlich sieht man ja aus den, keine Ahnung, jeder, denke ich mal, der meinen Kanal abonniert hat, hat auch Marcel Scorpion abonniert, weil ich mache ja auch größtenteils COD mit und genau jeder hat, glaube ich, das Video mitbekommen, Marcel fickt Katja. An dem Video perfekt zu erklären, Leute. Das Video hat nach einem Tag oder nach ein paar Stunden hat das Video über 1 Million Aufrufe gehabt. Daran sieht man natürlich, dass die Leute das sehen wollen, dass die Zuschauer das sehen wollen und ja, genau, durch die ganzen Likes, Dislikes, je nachdem, keine Ahnung wie viele Likes er jetzt drauf hat, glaube 200.000 circa, sieht Marcel natürlich, dass ihr sowas sehen wollt. Jeder YouTuber sieht es dann, wenn ihr sowas sehen wollt, wenn ihr da drauf klickt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine erste Folge Tipps und Laufwege haben viele angeschaut. Hat jetzt bald 1000 Klicks irgendwann. Und ja, da weiß ich natürlich, dass das viele interessiert. Dann mache ich natürlich nochmal was. Erstens interessiert es viele. Es hilft Leuten auf jeden Fall, also hilft den Zuschauern. Zweitens bringt sie mich auch weiter. Jeder hat da was Positives draus. Im Endeffekt füttern eigentlich nur die YouTuber sozusagen die Zuschauer. Ihr müsst nichts dafür zahlen, dass ihr die Videos seht.
Ihr werdet es dann unterhalten und wir YouTuber, ja, bekommen halt dann Geld. Ich zwar nicht jetzt, aber halt jetzt in einem größeren Fall, wenn da ein größerer YouTuber halt steht, Leute. Genau, die bekommen halt dann auch Geld. Bla bla bla. So ist es halt. Genau, Leute, und wie ihr alle seht, habt ihr jetzt alle auf das Video geklickt. Ich weiß nicht, ob jetzt viele das Video zu Ende angeschaut haben. Und ja, jeder, der das DSDS-Zeug sehen wollte, länger kann man das Zeug nicht reinschneiden. Ich habe auch schon Videos gesehen, die haben einfach das in den Titel gehauen. Mein letztes Video hatte den Titel DSDS-Schlüpfer-Song. Habe ich auch auf YouTube gesehen, da haben einfach welche als Thumbnail das Bild genommen, wo der Typ da singt. Ein Titel geschrieben, DSDS-Schlüpfer-Song. Das Video hat 10.000 Aufrufe. In dem Video ist einfach nur Black Screen und steht dann so dran, macht mir bitte die 300 Abos voll oder irgend so ein Scheiß. Also Leute, sowas ist natürlich schon assi. Aber wenn ihr dann noch ein richtiges Video dazu bekommt, so wie jetzt mein letztes, ein ganzer Tag mit mir, ist ja ein ganzes Video, Leute, wo euch vielleicht unterhält, den einen oder anderen dann nicht. Und ja, warum sollte man dann nicht ja, das mit mehr Leuten teilen und mal einen Klick, einen Titel raushauen einfach, damit das dann mal mehr sehen und vielleicht unterhaltet oder unterhält man dann die Leute auch noch oder denen gefällt es halt nicht, dann abonnieren sie halt einen nicht. Aber wenn es die dann interessiert, dann können sie einen ja abonnieren, genau. Und als kleiner YouTuber ist eh richtig schwer, noch an viele, viele Klicks irgendwie zu kommen. Es dauert wirklich ewig, Leute. Ihr seht, ich mache jetzt ein Jahr YouTube oder so, habe jetzt fast 600 Abos. Und ja, dauert halt schon dann ein bisschen seine Zeit. Genau, Leute. Das war jetzt einfach mal so ein kleines Video über klickgeile YouTuber, wie man es nennen mag. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst den Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst einen Kommentar da, Leute. Was ihr von klickgeilen YouTubern oder klickgeilen Titeln haltet. Ob ihr das schlimm findet. Ob, ja, all das Zeug halt, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Natürlich wird jetzt nicht jedes Video von mir irgendein DSDS-Inhalt beinhalten. Mache ich natürlich nicht. Werden ganz normale Videos noch kommen, Challenges, alles mögliche. Ja, Leute. Aber ich war einfach so übelst impressed, wie heftig der Titel eigentlich, oder was so ein Titel ausmacht, Leute. Das letzte Video hat eiskalt jetzt nach 2 Tagen über 2000 Aufrufe. Das ist für mich, Alter, das ist hier oben für mich. Normalerweise sind meine Videos von Aufrufen hier unten. Also, Leute. Genau, jetzt hier 10 Minuten glauert fast. Und genau, schreibt es in die Kommentare, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und ciao.